Okay. Ich glaube wirklich, dass das jetzt komplett blind ist. Da kann nichts kommen, was ich schon kenne. So weit ist Funko ja nicht gekommen. Das ist jetzt heftig, das zu wissen. Boah, die schrägen Sprünge, ne? Ich hatte gar nicht die Chance mehr, was zu machen. Ich wurde direkt in den nächsten Raum gereicht, der tot. Aber ich will nur wissen, was das hier ist. Achso, Herzen. Nein. Also. Das war ja noch okay hier alles. Das ist in Ordnung. Und jetzt kommt aber das, wo man richtig schnell weitergebracht wird. Und dann muss ich vorher hier rüber. Okay. Das erste Mal kannst du das gar nicht wissen, dass das passiert. Ja gut, dass ich hier was gemacht habe, ne? Erstmal kannst du nicht wissen, dass das passiert. Völlig unmöglich. Im zweiten ist gar nichts. Soll ich hier abbiegen? Ist das jetzt richtig? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt weitergebracht werde, ist dann der Tod, oder? Ich sehe das doch kommen. Ja, da wäre irgendwas passiert. Gut, dass ich vorher abgestiegen bin. Das Spiel ist echt fair. Du kriegst immer wieder Lebensenergie. Die Dungeons sind so weit sehr kurz. Was ist denn hier noch? Oh, das ist so ein Verarscherraum. Ach, guck mal, hier werden die nicht zu den Münzen, wenn ich mit dem Schutz angreife, oder was? Oder sind das andere Truhgegner schon wieder? Ich weiß es noch nicht. Das ist auch eine andere Variante von dem Gegner. Oh, ist das doch der richtige Weg, oder was? Was wären jetzt noch da? Ey, sorry, jetzt ist mein Entdeckungsdrang aber geweckt. Jetzt will ich natürlich wissen, was. Ah, das ist immer ärgerlich, wenn du verschiedene Wege hast und nicht weißt, was ist jetzt gut und was ist nicht so gut. Also, wo willst du als erstes hin? Das ist immer beschissen. Natürlich will ich jetzt wissen, was da noch ist. Dann müsst ihr auch egal mit euch. Ja. Reingucken. Nochmal Lebensenergie und. Vielleicht nochmal. Ja, noch Trank, okay. Ich meine, ich brauche die soweit eigentlich nicht mehr, weil ich ja auch so immer die Bosse besiegen kann. Aber ich sag nicht nein. Das Spiel wäre ohne Mist möglich, ohne Save States. Ich bin so vom ersten Teil traumatisiert, dass ich nicht mit gerechnet habe, dass das Spiel doch eigentlich machbar ist. Ja, das ganze Trauma vom ersten Teil sorgt dafür, dass ich mich nicht traue, hier mehr zu riskieren. Jetzt kann man da oben noch durch, das habe ich gesehen. Sag mir nicht. Also langsam wird es ja fast schon lächerlich, muss ich sagen. Ich habe jetzt schon drei Tränke, was? Ja, okay. Das ist nicht gut. Ich habe nicht gesehen, dass man da hängen bleibt. Das ist zufälligerweise genau da abgesichert. Was ist denn da hinten? Ein Stern. Ein Stern. Was ist das denn? Ich hab's nur einmal. Was bringt das? Wahrscheinlich so ein Item, was alle Gegner im Raum besiegt oder so. Könnte ich mir vorstellen. Nein! Also ich habe so viel Tränke, ich kann mir auch einen genehmigen. So. Das waren die Items aber benutzt hier. Und wie gesagt, ich verstehe den Digger nicht.
Wenn ich doch jetzt diese super heftige Shockwave habe, warum sollte ich jemals den Dagger benutzen? Da gibt's gar keinen Grund zu. Was ist das denn gerade hier? Ja, schaffe ich gerade nicht gut. Schaffe ich gerade überhaupt nicht gut. Ich bin jetzt komplett überfordert mit dem Raum. What the hell? Oh, wie viel hält denn der aus? Das ist doch nicht schon der Boss, oder? Nee. Kann ich mir vorstellen. Der hält doch viel aus. Ich meine, die Bossmusik ist halt nicht da. Deswegen glaube ich nicht, dass das der Boss ist. Ha. Soll ich den Stern benutzen mal? Kann ich jetzt da reinlaufen oder so? Warte mal, nein. Oh, ich nehme einfach keinen Schaden, okay. Ihr macht doch was! Was ist denn los? Was ist denn hier kaputt gerade? Ich krieg hier die ganze Zeit auf die Fresse, weil ich diesen Gegner nicht besiegen kann. Ja, was ist denn das bitte? Wie viele Treffer braucht der? Das muss der Boss sein. Das muss wirklich der Boss sein. Es kommt halt nur einfach keine Bossmusik. Das Spiel hat so kuriose Entscheidungen, ey. Das ist hundertprozentig der Boss, so viel wie der aussetzt. Ich verstehe nur nicht, warum überhaupt keine Bossmusik oder so. Was soll das? Hört doch mal auf, mich zu verfolgen, also die komischen Viecher da nerven. Wie will passieren, ich will mich heilen. Und ich will den Stern haben, dass ich unverwundbar bin. So, jetzt versuchen wir die Items, die Gewinn bringt, einzusetzen, ey. Schieß, ich hab die falsche Taste gedrückt, nein! Mann, ich kann in der Zeit dem Gegner auch keinen Schaden zufügen. Ich hab also vorhin gar nicht verkackt. Oh. Wieso ist jetzt die Musik anders und das ist wirklich nicht der Boss gewesen? Das war ein Zwischengegner. Das war nur ein Zwischenboss. Das war nur ein Zwischenboss. LOL. Schon gewundert. Ich will gar nichts mit euch machen. Ihr seid kuriose Gesellen, aber ich lasse euch alleine. Oh. Einfach weitergehen wäre eine Option, aber ich möchte wissen, ob hier was passiert, wenn ich euch besiege. Ey, ich hasse sie, ne? Ich krieg's nicht hin, die zu killen. Okay, ich geh weiter. Hat keinen Sinn. Weiter. Weggeklappt, hat wunderbar geklappt. Nein. Wieso schaffe ich es nicht, diese Schlangen zu besiegen, ohne dass sie jedes Mal in mich reinschlängeln? Ich verstehe es nicht. Es bringt wirklich was. Oh, da oben geht's noch weiter. Aha, nochmal. Ich mag den Stern nicht. Hat mir vorhin auch nicht so viel gebracht. Wobei, so ein Blödsinn, was erzähle ich denn für eine Scheiße? Das ist ja das perfekte. Was ist hier nochmal?
Achso, da kommst du nicht. Hä? Die Truhe ist wieder da, aber ich kann es nicht. Boah, kein Plan. Also, was erzähle ich denn für eine Scheiße? Das ist ja das perfekte Zeit, um hier durchzukommen. Ja, genau. Und jetzt. Los, los, los. In Pausen, in Pausen. Ey, komm. Ja, achso, ich hab das noch, ich hab's noch. Das sah bloß nicht so aus, weil im ersten Moment. Wow. Hä? Geil! Oh Gott. Was ist das denn für. Okay. Achso, die. Mein Gott! Ich wurde gerade zwei untereinander von den Fällen. Okay, hier ist der Safe dann tatsächlich. Der Safe ist ausnahmsweise angebracht. Ausnahmsweise ist ein Safe angebracht bei sowas. Das macht ja viel zu viel Schaden. Meine Güte. Ich hab auch noch Tränke, ne? Ja. Der springt einmal in mich rein, bleibt dann in mir drin und ich bin quasi instant death. Also, das ist ja so geil, dieser Boss. Okay. Ich brauche ein paar glückliche Treffer, ohne dass der mich berührt. Anders wird das nichts werden. Oder ich muss halt so lange ausweichen, bis die Felsen weg sind. Aber das ist auch bescheuert, weil die kommen ja sofort wieder, oder nicht? Wie viel führt einer? Da kann man eigentlich beide Tränke benutzen. Ja. Okay, das gefällt mir überhaupt nicht, was hier passiert. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das ist. Also das hat auch nichts mit Strategie zu tun. Das ist einfach nur, werde halt nicht erwischt. Und ja. Wenn du hier einmal berührt wirst und die Steine oder der Typ dich verfolgt, bist du am Arsch. Oh mein Gott. Das war so ein Lucky Run. Holy shit. Ich brauchte nicht mal einen Trank, weil der Gegner zufällig genau die ganze Zeit auf meiner Schussreichweite geblieben ist und nicht zu mir kam. Das hätte noch ewig so weitergehen können. Ich war kurz davor sogar, die Session zu beenden, ohne den Boss geschafft zu haben vorher. Ich war so genervt von dem Kampf. Ja, dafür euch. Ich habe den magischen Radiergummi bekommen. Ich wollte nicht Penis sagen. Radiergummi war besser. Noch ein Tetrad. Der E-Block, Leute. Mehr Lebensenergie. Und das war ja dann sicherlich auch das Kapitel. Ein idealer Zeitpunkt, um diese Session zu beenden. Ich will bloß noch wissen, wo es jetzt hingeht. Oxford. Wonderworld. Mama. Kann man schon ein Wort bilden aus den Teilen, die wir haben? Ich habe ein T, ein L, ein Z und ein I. Tilz. Zilt. Ja, keine Ahnung. Gibt es kein gutes Wort mit. Kapitel 6. Was wird es sein? Es ist. Mittelalter nicht, was ist das? Ich freue mich, das rauszufilmen beim nächsten Mal. Ciao!